Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein neues Häuserli gebaut in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da haben wir, Sunflower. Genau, Sunflowers Bett. Was machen wir denn? Was machen wir? Wie machen wir? Sollen wir mal versuchen, unser Dorf abzugraden? Was können wir denn hier machen? Gesunde Anhänger. Dorfbewohner tragen einen Konditionsglücksbringer. Freundliche Besucher. Wachsendes Dorf. Stufe 2. Aufgaben für Dorfbewohner. Du kannst Dorfbewohnern den Auftrag geben, Ressourcen in der Nähe zu sammeln. Oder Holz oder Stein zu verarbeiten. Auch geil. Was brauchen wir denn für Dorf? Ah, guck mal, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Lass uns mal Holz suchen. Du, sag mal, möchtest du mitkommen? Es ist toll, dass ich in deinem Dorf bleiben darf. Wenn ich etwas beitragen kann, übernehme ich das gerne deine Arbeit. Ja, gehen wir auf Erkundung. Alles klar, komm. Wir brauchen Holz. Jede Menge. Damit wir auf Stufe 2 kommen. Komm mal mit hier. Alles klar, bom, bom, bom. Holzi, Holz. Wie viel haben wir? 14. 15 brauchten wir, ne? Perfekto. 17 haben wir. Ich nehme einfach mal ein bisschen mehr mit. Schadet ja so nicht. Hallo? Genau. Perfekt. Hier kommen, die hauen wir auch noch um. Perfekt. Und dann machen wir jetzt einfach mal Stufe 2. Unser Dorfzentrum hier. In the city. Dorf aufwerten. Jo. Level 2. Nice. Du lässt dieses Dorf wirklich gut aussehen. Oh, danke. Und vielleicht weckt es auch das Interesse cooler neuer Freunde. Meinst du? Wenn wir jemanden wie Muskelkater in unser Dorf bringen wollen, brauchen wir viele Möbel, auf die er sich setzen kann. Dieses Samtpfötchen steckt sich einfach... Was? Schon wieder so ein komisches Ding, das immer abhaut. Okay. Audi Partner. Heute ist ein schöner Tag. Tja, wie läuft's denn so? Unterstützer wegschicken. Ziehen wir weiter. Hier, nimm. Ich möchte mit dir plaudern. Ich treffe hier draußen nicht so häufig auf Stadtbewohner. Hab gehört, die großen Städte sind voller riesiger Gebäude. Die auch noch von Zeit zu Zeit von riesen Monstern heimgesucht werden. Nein, vielen Dank. Aber wie schicke ich dich denn jetzt hier Holz hacken? Sag mal. Oh, die Partner. Weite offene Fläche, besser geht's kaum. Okay. Unterstützer wegschicken. Ziehen wir weiter. Aber, hier, Stufe 2. Grasland. Hier kannst du doch wundern. Hey, aber wie mache ich das? Okay, hier brauchen wir 20 Granit, 10 Plänke-Dinger. Guck mal, da kommt schon wieder so ein Kollege. Ich habe aber kein Bett für den, der kann abhauen. Sollen wir, noch eine Hütte bauen? Guck mal, da hinten. Sollen wir da mal hingehen? Komm, wir gehen da mal hin. Da ist irgendwie so eine alte Ruine. Habt ihr die gesehen? Wenn wir zwischendurch ein bisschen was einsammeln hier. Was machen Sachen? Was gibt's hier? Leute, da ist ein Wolf. Komm, den hauen wir um. Huch. Ja, komm her. Oh, fuck. Ich hab mich voll gebissen. Sauber. Geil. Jetzt haben wir eine Wolfskralle. Nein. Oh, hier wieder eine Spinne. Okay, die Seide gibt mal her. Perfekt. Achso, das müssen wir einfach so einsammeln. Okay, was haben wir hier Geiles? Eine Kiste. Pfeil. Nice. Himbeer, okay. Und Wolle. Ja, ist doch geil. Aufsammeln. Was machen wir damit jetzt? Oh, TNT. Nice. Alles weggeballert, Alter. Gib her den Shit. Okay, aber sonst können wir hier nichts machen. Okay, das geht nicht kaputt.
Kürbis können wir mitnehmen, gerne. Sollen wir unser Dingens mal upgraden hier? Sauber, richtig gut. Unser Dorfzentrum noch mal upgraden. Das wäre, glaube ich, eine ganz feine Sache, glaube ich. Ne? Was sind da für komische Pilze? Schon wieder eine Spinne. Oh! Oh mein Gott. Boah, hat der Leben gezogen. Übel. Boah, der hat richtig Damage gemacht. Krass. Komm, wir hauen den Baum hier um. Oh, die hat keine Angst. Okay, dann gehen wir wieder. Aber wie kann man den denn, wenn ihr wisst, wie man den Leuten hier sagen kann, dass sie Ressourcen sammeln sollen, dann schreibt mir das einfach mal bitte unten rein. Weil ich check das irgendwie nicht. Wie sage ich denen, dass sie Holz sammeln sollen? So. Muss ich denen vielleicht sagen, yo, Alter, ich brauch dich nicht mehr. Wegschicken. Ist unser Abenteuer vorbei? Yo. Wegschicken. Aber die chillt jetzt hier noch, oder? Dein Dorf ist fantastisch. Ich würde gern etwas beitragen. Also gib mir Bescheid, wenn ich irgendwas helfen kann. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf, warte schon gut. Hilf dem... Ah, Ressourcenjobs. Ah, geil, okay. Sammle Ressourcen. Oh, ich würde gerne die umliegenden Biome nach Ressourcen absuchen. Die wir zur neuen Recycling... Ja, alles klar. Sorge einfach dafür, dass ich eine Werkbank habe, an der ich meine Werkzeuge herstellen kann. Und ich kümmere mich um alles, während du weg bist. Ja, nice. Ich würde für die Erkundung noch ungefähr einen Tag brauchen, um etwas Nützliches zu finden. Ja, dann packen wir's. Da ist die Werkbank. Attacke. Attacke. Los. Los. Ich habe schon so viel geschossen, aber bislang nur auf Dosen. Ja, klasse. Wie gefällt dir dein Job? Ich habe gerade erst angefangen, komm später nochmal wieder. Alles klar. Hier war doch gerade noch so ein Typ hier. Ah, den können wir eh nicht. Obwohl, warte mal, ich habe eine Idee. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, hier, Möbel, wo war denn hier Möbel? Betten? Wir schmeißen einfach noch ein anderes Bett rein. Ach nee, geht gar nicht. Wir können, wir müssen ja erstmal unser Dorfzentrum fertig haben, ne? Planken. Oh, wir brauchen Planken. Holy smoly. Hier brauchen wir ein Sägewerk für. Hier, bumm. Sägewerk. Kann nicht im Regen benutzt werden. Geil. Aber wir können doch bestimmt hier noch eine Axt bauen. Oh, Leute, guck mal. Wir können hier ein Schwert bauen. Und ein Ritterschild. Oh, brauchen wir Planken. Und ein Seil. Und Holzstab. Oh, Junge. Ich gehe einfach mal ein bisschen Holz sammeln hier. Wir werden bestimmt noch einiges brauchen. Allein schon, weil meine Axt gleich schon wieder Schrott ist. Und kaputt. Nice. Hier ist kalt. Ja, ach was. Und bei den Hütten, da kann mir auch nicht warm werden. Nur eine Waldaxt. Jo. Her damit. Ich baue mal direkt zwei. Ah, guck mal, hier steht auch der Damage. Was macht denn ein Schwert? Ein Schwert macht nur 3 Schaden.
Auch schon traurig. Mir ist kalt. Die haben wir auch. Mann, ich heule nicht so rum. So. Wir brauchen Planken, ne? Ich sammle einfach schon mal ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, wie viele Planken wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch Planken für so eine Kiste. Oh, scheiße, ich verliere Leben. Shit. Schnell was schnabulieren, Alter. Puh. So, jetzt haben wir wieder 3 Herzen. Schwein gehabt, Leute. Das war knapp, ey. Meine kleine Sonnenblume. Hört es jetzt auch mal irgendwann auf zu regnen? Ich könnte auch noch so eine Hütte bauen, so als Werkstatt. Das wäre vielleicht auch noch so eine geile Idee. Farbenbomber. Wie ich sehe, kommst du ganz schön rum. Wie schön für dich. Du würdest wohl für Abenteuer geboren. Wenn dir der Ort nicht gefällt, an dem du etwas gebaut hast, kannst du es zerstören und einen anderen wieder aufbauen. Ja, alles klar. Wie sollten wir uns sonst noch vorbereiten? Wir haben unsere Grundbedürfnisse in Sachen Nahrung, Unterkunft und Wärme erfüllt. Was sollten wir als nächstes tun? Basis verbessern, Werkzeuge verbessern. Wenn wir die Werkbank aufrüsten würden, könnten wir vielleicht bessere Ausrüstung herstellen. Ein stärkeres Werkzeug hält länger und kann noch mehr Dinge auseinandernehmen. Aber ich brauche Planken. Aber ich brauche Panzer. Immer wenn ich feststecke, nutze ich meine Forschungskraft, um eine Lösung zu finden. Etwa so. Planken werden aus Holz gemacht. Was bedeutet, wir müssen einen Weg finden, Holz zu verarbeiten. Ah, okay, alles klar, das ist ja eigentlich easy. Es muss nur aufhören zu regnen. Ich brauche tonnenweise Holz. Alles schon abgeholzt hier. Wie sieht's aus mit deiner Reise hier? Ich betrachte mich als Hundemensch, aber den Wölfen scheint das egal zu sein. Wie gefällt dir dein neuer Job? Leck mich doch am Arsch. Hier ist kalt. Ja, ach was. So, hier kommen, den hauen wir auch noch um. 31 Holz. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel Planken man kriegt für ein Holz. Oder umgekehrt. Holz für Planken. Ne, Planken für Holz, ne? So. Hier ist kalt. Aber ich verliere noch kein Leben, oder? Nö, Leben verliere ich noch nicht. Ah, es hat aufgehört zu regnen, oder? Der Sturm lässt nach. Geil. Jetzt kann ich Planken bauen hier. Yes. Bauen wir Planken, Leute. Über die Planke mit euch. So, Planke. Rezept zuweisen. 10. Schnell deponieren? F. Ah, okay. Kann ich einfach nur... Okay, das dauert jetzt ein bisschen anscheinend. Was können wir denn sonst noch bauen? Ein Grill. Granit. Alles klar, Leute. Wir brauchen Granit. Damit wir uns ein paar leckere Steaks ballern können. Geil. 30 Stück, das waren aber ziemlich viele. Ne? Aber das kriegen wir hin. Easy peasy. So, hier kloppen wir die einfach weg. Wir haben 3 Granit. Läuft bei mir. So. 11 Granit. Nice. So. Den hauen wir auch weg. So. Ein
21. 30 Granit brauchen wir für den Grill. Oh, da ist auch noch eine Ruine, Leute. Scheiße. Komm, gehen wir da mal gucken, wa? Vielleicht ist hier irgendwas Geiles. Oder waren wir hier? Hier waren wir nicht, ne? Oder? Ah doch! Hier waren wir! Orientierung gleich null. Weg da mit euch! So. 30 Granit brauchen wir. Fehlen noch 3. Dann haben wir's. Dann können wir uns lecker Steaks grillen. Voll geil. Perfekt. Wie immer ein paar mehr mitnehmen, man weiß ja nie. Schon wieder scheiß Spinne. Oh, so ein Ding schon wieder. Schnell in meine Base. Ah! Arschloch! Bam! Ja, der kommt wieder, der Sack. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Komm schon. Erstmal 5-mal daneben hauen. Geil. Nicht mit mir, Alter. Boah, fuck! Nein! Respawn. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich an unser Bett wieder. Auf der Suche nach Saphiren. Ah, guck mal. Die macht was. Madame ist am Arbeiten. Geil. Ich denke mal, der Strahl ist unser altes Equipment. Oh nein, dieses Spinnending ist schon wieder da. Ja, obwohl, der ist gleich tot. Ein Treffer noch. So. Können wir jetzt einen lecker Grill bauen hier? Das wäre ziemlich geil. So, Grill. Jo. Gegrilltes Fleisch. Geil. Rezept zuweisen. Wie sieht unsere Planken aus? Geil, nehmen wir. Hier, Holzstab brauchen wir auch. Rezept ändern. Machen wir einfach mal 5, wa? Können wir jetzt hier ein Upgrade machen? Jetzt fehlt Granit. Entschuldigung, junge Dame. Darf ich mir mal eine Spitzhacke machen? Thank you very much. Wir brauchen Planken. Ach, Granit. Komm, wir gehen mal in die Richtung, oder? Wo waren wir denn noch nicht? Großartig. Wir waren oben, unten, links, rechts müssten wir eigentlich mal. Aber wo ist links, wo ist rechts? Ich gehe einfach mal da lang, um zu gucken einfach mal, was hier so in unserer Nähe von unserer Base ist. Da ist Schneebiom. Vielleicht finden wir hier irgendwas Geiles. Ja, mehr hätte ich selber. Granit brauchen wir, glaube ich. So, komm mit. Oh, da ist ein Wolf, Leute. Alleine sind die 2. Okay, 20 haben wir. Da gehe ich erstmal nicht hin. Schauen wir einfach mal, was hier so ist. Ah, weißt du was? Hier kommen Granit nehmen. Den kloppen wir auch einfach mal kaputt. Da ist schon wieder so ein komisches Pilzwesen. Dieser komische Krabbe oder was auch immer das sein soll. Hier ist kalt. Wieso ist mir denn kalt? Ah, du hast betreten Grasland. Frostlande. Okay, wir sind in der Nähe von Frostlande. Okay. Ah, schon wieder eine nervige Spinne. 25 Steine, nice. Wir können unser Dorfzentrum auf Stufe 3 bringen. Also ich weiß noch nicht, ob ich hier in diesem Dorf bleiben werde. Ich werde erstmal hier bauen, damit ich die Grundkenntnisse kriege. Und irgendwann später hatte ich mir gedacht, suchen wir uns einen geilen Spot und bauen da, wenn das gehen sollte, noch eine zweite Base. Was haltet ihr davon? Hier, Dorf aufwerfen. Auf Level 3.
Ein Grill war eine gute Idee. Denk nur an die leckeren Dinge, die wir kochen können. Oh ja. Hm, wir haben unsere Grundbedürfnisse in Sachen Nahrung, Unterkunft und Wärme erfüllt. Was sollten wir als nächstes tun? Ja, alles klar. Finden wir schon raus. Okay, hier, unsere Snacks sind fertig. Geil. Nehmen wir. Grill nehmen wir auch. Nice. Ich würde jetzt tatsächlich einmal kurz Kuh, Möbel, Bett. Machen wir hier so unsere Kaserne, dann können die da alle schön pennen. So, machen wir mal ein bisschen Abstand hier. Machen wir einfach mal so. Und jetzt können wir nämlich einen anderen Dude noch mit hier reinnehmen. Aber wo ist er? Hier war doch die ganze Zeit einer. Ist er weg? Oh no. Mein Freund ist weg. Okay, was brauchen wir denn für die nächste Aufwertung? Knorrenwurzel, ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Okay, krass. Wir brauchen 15 Planken. Wir müssen erstmal das finden, vorher brauchen wir gar nichts anfangen hier. Was bauen wir denn als nächstes? Sollen wir einfach mal eine Hütte bauen, Leute? Eine richtig coole. Geil. Eine Hütte mit Veranda. Alter, Leute, komm, wir bauen eine Hütte mit Veranda. Kriegen wir, glaube ich, in der heutigen Folge nicht mehr hin, aber ich kann ja schon mal ein paar Materialien sammeln. Was haltet ihr davon? Ein bisschen Holzi und so. So. Halt. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt unser Dingsbums auf Stufe 3. Wir könnten auch mal anfangen, eine Kiste zu bauen. Das wäre, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Wo wir Materialien bunkern können. Da hinten ist schon wieder ein Wolf. Was kostet so eine Kiste? Hier könnte man noch irgendwo eine Kiste bauen. Da. 6 Planken. Weißt du was? Die machen wir mal eben schnell. Bauen wir mal eine Kiste für unser Lager. Planken, ne? Nein, halt, stopp. Eine Planke. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Holz holen. Holzi-Holz ist ja sowas wie unser Hobby hier. Aber mir macht das Game richtig Spaß. Ein bisschen sammeln, so ist ein bisschen chillig, man braucht nicht so viel Concentration oder so, man kann mal so eine schöne entspannte Runde machen. Ist geil. Und hier kann man, glaube ich, auch richtig coole Sachen bauen, denke ich, oder? Wenn man irgendwann mal richtig weit ist. So, wie viel Holz gibst du denn? So, komm, gucken wir mal, was die Planken machen. Ist das schon so ein neuer... Ah, guck mal, da kommt ein neuer, oder? Den können wir direkt mit hier an Bord holen. Jo, nehmen, danke. Eine Kiste. Nice, geil, Alter. Hier, öffnen. Deponieren. 8. Was packen wir da hier? Die Panzer. Deponieren. Hier, die können wir auch da deponieren. Kann man die nicht einfach so reinziehen hier? Ja, doch, geht, ne? Hier, Granit kann ich bei mir gebrauchen. Seide kann da rein. Das kann da rein. Dann Holzi-Holz behalten wir. Ich würde sagen, den Rest hier. Himbeersamen. Wolle, kein Plan. Ich glaube, den Rest behalten wir einfach mal. Jo, 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 Alter. Robin. Hey. Wusste ich doch, dass ich da ein freundliches Gesicht erspäht habe. Zu Hause bin ich bekannt als Vogelbeobachterin. Hier kannst du mich Robin nennen. Schön, dich zu treffen. Du siehst aus, als wärst du ein handwerklich begabter Bastler. Du wirst dich hier gut machen. Nach all meinen Reisen bin ich ganz schön müde. Ich glaube, ich verbringe die Nacht in deinem Dorf. Junge, du kannst auch gerne hierbleiben. Lebe in meinem Dorf. Hast du einen Schlafplatz für mich? Ja. Hey. Wow, ich werde mein Bett ausgiebig und die ganze Nacht schlafen. Alles klärchen, Pupärchen. Geil, wir haben zwei Leute.
Stufe 3, Stufe 4. Gibt jetzt keinen Bewohner. Verzweigung. Dorfbewohner, die mit Holzhacken beauftragt sind, produzieren mehr Holztypen. Auch geil. Was können wir denn hier? Dorfbewohner machen dir gelegentlich Geschenke. Auch geil. Was macht denn hier unser... ich hoffe, Robin sagt uns Bescheid, wenn sie Geier über uns kreisen sieht. Wie gefällt dir dein Job? Was immer du brauchst, du wirst es hier finden. Okay. Ja, danke. Alles klar. Weitermachen. Ja, alles klar. Lass uns über deine Jobs reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs. Verarbeite Holz. Alles klar, ich bin bereit, ein paar Bäume zu trimmen. Ja, mach halt mal. Was willst du hier? Puh, bei dieser Kälte ist es schwer, in Bewegung zu bleiben. Ich bin froh, dass ich meine Fackel... Ja, alles klar. Ja, ciao. Mit dir will ich nicht reden. Mit Robin. Ja, moin. Wie gefällt dir dein Job? Ich habe gerade erst angefangen, komm später nochmal wieder. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Holz sie so suchen. Ob sich das auch überhaupt lohnt. Dann kommen die nachher mit irgendwie 5 Holz um die Ecke. Kann ich nichts mit anfangen. Aber rein theoretisch könnte man ja alle seine Dorfbewohner schicken. Ja, hier, Alter, such mal Holz für mich. Und dann hast du danach irgendwie 100 Holz. Alles klar. Komm, die ist auch im Arsch. Klatsch. So, wir brauchten jede Menge Holz. Wir wollten uns eine neue Hütte bauen. Ah, ich glaube, wir haben schon genug, ne? Ja, ja, kack, kack, kack. So, was wollten wir denn nochmal für eine Hütte bauen hier? Die war ganz cool, glaube ich, ne? Bauen wir die denn mal hin? Boah, Alter, guck mal, wie hoch man die bauen kann, das Fundament. Ja, komm, so, passt schon. So, Bum, bum. Kommt als nächstes hier so komische Eckdinger hier wieder. Die bauen wir mal dahin und dahin. Bämsle, Bämsle. So, die Ecken, die mussten wir hier. Ja, hallo. So. Und so. Das gleiche wahrscheinlich jetzt nochmal. Eins und. Na komm schon, zwei. Eins, zwei. Bämsle. Und Bämsle. Da? Na komm schon. So. Na komm. So. Du hast Hunger. Stimmt, woher weißt du das? Das letzte Stück. So. Nice. Starte mit dem Bauen. Wir sind doch durch, oder nicht? Ich meine, wir sind durch. Okay, Leute, wir haben eine neue Hütte gebaut. Und damit würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Wir haben auf jeden Fall eine coole Hütte. Hier kann man den Grill vielleicht reinstellen, die Truhe und eventuell hier das Sägewerk könnte man hier hinstellen. Hier ist auf jeden Fall genug Platz. Vielleicht baue ich noch eine zweite direkt daneben. Schauen wir mal. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne. Tschö. Mit Ü.